Das war alles ein Traum, jetzt ist das alles Realität und wir sind auch nicht aufgestiegen oder in der Premier League zum Hallo sagen, zum Fotos machen, sondern wir wollen uns da schon ja, durchbeißen. Wir haben No Limits, genauso wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir ein Underdog, dieses Jahr sind wir noch ein größerer Underdog, aber unsere Tugenden, unsere Eigenschaften, die behalten wir bei, die verbessern wir und wie gesagt, also wir sind da nicht nur zum Selfies machen oder irgendwas, sondern wir wollen da schon Punkte sammeln. Man will immer mal in der ersten Liga spielen und dass dann gleich in der Premier League ist, in der besten Liga der Welt, ist natürlich auch bestückt mit wahnsinnigen Spielern, mit wahnsinnigen Trainern. Ich kann ja nur von mir reden, ich koste jetzt keine 100 Millionen, aber trotzdem, so ein Spieler, der 100 Millionen kostet, den werde ich genauso nett behandeln, auf meine Art und Weise, wie jetzt einen anderen Spieler in der Championship. Also, da gibt's keine Rücksicht auf irgendwas. Also ich hoffe, dass sie die Schienbeinschoner dran haben und dann geht's los. Ich glaube im Endeffekt, glaube ich, besser kann es nicht laufen. Und wir sind jetzt, haben wir das erste Kapitel geschrieben, jetzt kommen dann die nächsten dran.